Hallo und willkommen. Das ist Teil 9 unserer Analyse von Matthäus Kapitel 24. Ich bin als Zeuge Jehovas aufgewachsen. Ich wuchs in dem Glauben auf, das Ende der Welt stehe unmittelbar bevor, dass ich innerhalb weniger Jahre im Paradies leben würde. Ich hatte sogar eine Zeitrechnung bekommen, um mir zu helfen, abzuschätzen, wie nahe ich schon an dieser neuen Welt war. Mir wurde gesagt, dass die Generation, von der Jesus in Matthäus 24, 34 sprach, den Anfang der letzten Tage im Jahr 1914 sah und immer noch da sein würde, um das Ende zu erleben. Zu jener Zeit, also im Jahr 1969, war ich 20 Jahre und jene Generation war so alt, wie ich jetzt bin. Das gründete sich natürlich auf dem Glauben, dass man 1914 ein Erwachsener gewesen sein musste, um Teil jener Generation zu sein. Als wir in die 1980er Jahre kamen, musste die leitende Körperschaft der Zeugen Jehovas einige Anpassungen vornehmen. Nun begann die Generation mit Kindern, die alt genug waren, die Bedeutung der Ereignisse von 1914 zu verstehen. Als das dann nicht mehr funktionierte, wurden Leute zur Generation gezählt, die vor oder im Jahr 1914 geboren wurden. Als diese Generation ausstarb, wurde die Lehre aufgegeben. Dann, vor etwa 10 Jahren, haben sie es wieder zum Leben erweckt in Form einer Supergeneration. Und sie sagen wieder, dass basierend auf dieser Generation das Ende unmittelbar bevorsteht. Das erinnert mich an den Charlie Brown Cartoon, in dem Lucy Charlie Brown immer wieder dazu überredet, den Fußball zu kicken, nur um ihn dann im letzten Moment wegzuschnappen. Für wie dumm halten sie uns eigentlich? Offensichtlich für sehr dumm. Nun, Jesus hat von einer Generation gesprochen, die nicht vor dem Ende ausstirbt. Worauf bezog er sich? Von dem Feigenbaum als Gleichnis lernt nun Folgendes. Sobald sein junger Zweig weich wird und er Blätter hervortreibt, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso erkennt auch ihr, wenn ihr alle diese Dinge seht, dass er nahe an den Türen ist. Wahrlich, ich sage euch, dass diese Generation auf keinen Fall vergehen wird, bis alle diese Dinge geschehen. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden auf keinen Fall vergehen. Matthäus 24, 32-35, Neue Weltübersetzung. Haben wir uns nur im Startjahr geirrt? Ist es nicht 1914? Vielleicht 1934, vorausgesetzt, wir zählen von 587 von unserer Zeitrechnung dem Jahr, in dem die Babylonier tatsächlich Jerusalem zerstörten? Oder ist es ein anderes Jahr? Du kannst förmlich die Verlockung sehen, dies auf unsere Tage anzuwenden. Jesus sagte, er ist nahe an den Türen. Man nimmt natürlich an, dass er über sich selbst in der dritten Person sprach. Wenn wir das als Voraussetzung akzeptieren, dann können wir annehmen, dass, als Jesus darüber sprach, die Jahreszeit zu erkennen, dieses Zeichen für alle zu sehen wäre, gerade so wie wir alle die Blätter sprossen sehen können, was zeigt, dass der Sommer nahe ist. Wo er sich auf all diese Dinge bezieht, mögen wir annehmen, dass er über alle diese Dinge spricht, die in seiner Antwort enthalten sind, wie Kriege, Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben. Wenn er da sagt, diese Generation wird nicht vergehen, bis all diese Dinge geschehen, dann müssen wir nichts weiter tun, als die in Frage kommende Generation identifizieren und schon haben wir unsere Zeitmessung. Aber wenn das der Fall ist, warum bekommen wir es dann doch nicht hin? Schauen dir das Chaos an, das durch die gescheiterte Lehre der Generation durch Jehovas Zeugen hinterlassen wurde. Über 100 Jahre Enttäuschung und Desillusion, die den Verlust des Glaubens von zahllosen Menschen führte. Und nun haben sie diese wirklich dumme Lehre der überlappenden Generationen ausgeheckt und hoffen, sie können uns dazu bringen, wie Charlie Brown, noch einmal den Fußball zu treten. Würde Jesus uns wirklich so irreführen oder sind wir es, die wir uns selbst irreführen und die Warnungen ignorieren? Atmen wir tief ein, entspannen wir unseren Geist, räumen wir den ganzen Schutt von Wachtum, Interpretationen und Umdeutungen weg und lassen wir einfach die Bibel zu uns sprechen. Tatsache ist, dass unser Herr nicht lügt, noch widerspricht er sich selbst. Diese grundlegende Wahrheit muss uns jetzt leiten, wenn wir herausfinden wollen, worauf er sich bezieht, wenn er sagt, er ist nahe an den Türen. Ein guter Anfang zur Bestimmung der Antwort auf diese Frage ist es, den Kontext zu lesen. Vielleicht werden die nachfolgenden Verse nach Matthäus 24, 32-35 Licht in diese Sache bringen. Von jenem Tag und von jener Stunde hat niemand Kenntnis, weder die Engel der Himmel noch der Sohn,
sondern nur der Vater. Denn gerade so wie die Tage Noahs waren, so wird die Gegenwart des Menschensohnes sein. Denn so wie sie in jenen Tagen vor der Sintflut waren, sie aßen und tranken, Männer heirateten, Frauen wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche hineinging, und sie nahmen keine Kenntnis davon, bis die Sintflut kam und sie alle wegraffte. So wird die Gegenwart des Menschensohnes sein. Dann werden zwei Männer auf dem Feld sein. Einer wird mitgenommen und der andere zurückgelassen werden. Zwei Frauen werden an der Handmühle mahlen. Die eine wird mitgenommen und die andere zurückgelassen werden. Wacht deshalb beharrlich, weil ihr nicht wisst, an welchem Tag euer Herr kommt. Doch erkennt eines, dass der Hausherr, wenn er gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb kommen würde, wach geblieben wäre und nicht in sein Haus hätte einbrechen lassen. Deswegen erweist auch ihr euch als solche, die bereit sind. Denn zu einer Stunde, da ihr es nicht denkt, kommt der Menschensohn. Matthäus 24, 36 bis 44. Jesus beginnt, indem er uns sagt, dass selbst er nicht wusste, wann er wiederkommen würde. Um noch klarer zu machen, wie wichtig das ist, vergleicht er die Zeit seiner Rückkehr mit den Tagen Noahs, als die ganze Welt sich nicht der Tatsache bewusst war, dass ihre Welt kurz vor dem Ende stand. Genauso wird die moderne Welt sich seiner Rückkehr nicht bewusst sein. Es ist schwer, sich einer Sache nicht bewusst zu sein, wenn es Zeichen gibt, die seine baldige Ankunft anzeigen, wie etwa der Coronavirus. Also ist der Coronavirus kein Zeichen, dass Christus dabei ist, zurückzukehren. Warum? Weil die meisten fundamentalistischen und evangelikalen Christen, einschließlich Jehovas Zeugen, es als genau so ein Zeichen sehen, wobei sie die Tatsache ignorieren, dass Jesus sagte, der Sohn des Menschen wird zu einer Stunde kommen, da ihr es nicht erwartet. Sind wir darüber im Klaren? Oder denken wir, dass Jesus nur herumgealbert hat? Mit Worten gespielt hat? Das glaube ich nicht. Natürlich wird die menschliche Natur einige dazu veranlassen zu sagen, nun ja, die Welt mag sich dessen nicht bewusst sein, aber seine Nachfolger sind wach und sie nehmen das Zeichen wahr. Zu wem, denkst du, hat Jesus gesprochen, als er sagte, und ich mag die Ausdrucksweise der Neuen Weltübersetzung, als er sagte, der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht denkt, dass es so ist. Er sprach zu seinen Jüngern, nicht der Menschenwelt, die keine Kenntnis nahmen. Wir haben jetzt eine Tatsache, die unbestritten ist. Wir können nicht vorhersagen, wann unser Herr zurückkehren wird. Wir können sogar so weit gehen zu sagen, dass jede Voraussage mit Sicherheit falsch ist, weil wenn wir es vorhersagen, wie wird es erwarten werden? Und wenn wir es erwarten, dann wird es nicht kommen, weil er sagte, und ich denke, wir können das nicht so oft sagen, er wird kommen, wenn wir nicht erwarten, dass er kommt. Sind wir uns darüber im Klaren? Nicht ganz? Vielleicht denken wir, dass es ein Schlupfloch gibt. Nun, mit dieser Ansicht wären wir nicht allein. Seine Jünger haben es auch nicht verstanden. Denken wir daran, dass er all dies sagte, kurz bevor er ermordet wurde. Und doch nur 40 Tage später, als er dabei war, in den Himmel aufzufahren, fragten sie ihn dies. Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Königreich wieder her? Apostelgeschichte 1, Vers 6. Erstaunlich. Kaum einen Monat zuvor hatte er gesagt, dass sogar er selbst nicht wusste, wann er zurückkommen würde. Und dann fügte er hinzu, dass er zu einem unerwarteten Zeitpunkt kommen würde. Doch sie sind immer noch auf der Suche nach einer Antwort. Er antwortet ihnen, alles klar. Er sagt ihnen, dass es sie nichts angeht. Er formuliert das so. Es ist nicht eure Sache, über die Zeiten oder Zeitabschnitte Kenntnis zu erlangen, die der Vater in seine eigene Rechtsgewalt gesetzt hat. Apostelgeschichte 1,7. Einen Moment mal, kann ich immer noch jemanden sagen hören. Warte einen Moment. Wenn wir es nicht wissen sollen, warum gab uns Jesus dann die Zeichen und sagt uns, dass alles innerhalb einer Generation geschehen würde? Die Antwort ist, er tat es nicht. Wir missverstehen seine Worte. Jesus log nicht, noch widerspricht er sich selbst. Es gibt daher gar keinen Widerspruch zwischen Matthäus 24, 32 und Apostelgeschichte 1, Vers 7. Beide sprechen von Zeitabschnitten, aber sie können nicht über denselben Zeitabschnitt sprechen. In Apostelgeschichte beziehen sich die Zeiten und Zeitabschnitte auf das Kommen des Christus, seine königliche Gegenwart. Diese sind in Gottes Rechtsgewalt gesetzt. Wir sollen diese Dinge nicht wissen. Es steht nur Gott zu, es zu wissen, nicht uns. Deswegen kann sich der Wechsel der Jahreszeit, von der in Matthäus 24, 32 gesprochen wird, und die Anzeigen, wenn er nahe ist an den Türen, sich nicht auf die Gegenwart Christi beziehen. Denn das sind die Zeitabschnitte, welche Christen wahrnehmen dürften. Weitere Beweise dafür erkennen wir, wenn wir nochmal die Verse 36 bis 34 anschauen.
Jesus macht es überdeutlich klar, dass seine Ankunft so unerwartet sein wird, dass selbst diejenigen, die danach Ausschau halten, seine treuen Jünger, überrascht sein werden. Obwohl wir vorbereitet sein werden, werden wir trotzdem überrascht sein. Du kannst dich auf einen Dieb vorbereiten, indem du wach bleibst, aber du wirst immer noch erschrecken, wenn er einbricht, denn der Dieb kündigt sich nicht an. Da Jesus kommen wird, wenn wir es am wenigsten erwarten, kann Matthäus 24, 32 bis 35 sich nicht auf seine Ankunft beziehen, da alles dort darauf hinweist, dass es Zeichen und ein Zeitfenster geben wird, mit dem man es messen kann. Wenn wir die Blätter sich ändern sehen, erwarten wir, dass der Sommer kommt. Wir werden davon nicht überrascht. Wenn es eine Generation gibt, die alle Dinge bezeugen kann, dann erwarten wir, dass alle Dinge innerhalb einer Generation geschehen. Und nochmal, wenn wir erwarten, dass es innerhalb eines Zeitfensters geschieht, dann kann es sich nicht auf die Gegenwart Christi beziehen, denn die kommt, wenn wir es am wenigsten erwarten. All das ist jetzt zu offensichtlich, dass du dich fragen magst, wie Jehovas Zeugen das übersehen konnten. Wie konnte ich das übersehen? Nun, die leidende Körperschaft hat noch einen kleinen Trick in petto. And now, hey Rocky, watch me pull a rabbit out of my hat. See, nothing up my sleeve. And now, hey Rocky, watch me pull a rabbit out of my hat. But that trick never worked. This time for sure. Presto! Well, I'm getting close. Sie deutet auf Daniel 12, Vers 4, wo es heißt, viele werden umherstreifen und die wahre Erkenntnis wird überströmend werden. Und sie behaupten, dass nun diese Zeit ist, in der die Erkenntnis überströmend wird. Und dass diese Erkenntnis das Verständnis der Zeiten und Zeitabschnitte beinhaltet, die Jehova in seine Rechtsgewalt gesetzt hat. Aus dem Einsichtenbuch erfahren wir dies. Das mangelnde Verständnis der Prophezeiung Daniels im frühen Teil des 19. Jahrhunderts deutet darauf hin, dass die vorhergesagte Zeit des Endes noch in der Zukunft lag, da diejenigen, die Einsicht haben, Gottes wahre Diener, die Prophezeiung in der Zeit des Endes verstehen sollten. Daniel 12, 19. Einsichtenbuch, Band 2, Seite 1103, Zeit des Endes in Englisch. Das Problem mit dieser Argumentation ist, dass sie die falschen Zeit des Endes haben. Die letzten Tage, von denen Daniel sprach, sind mit den letzten Tagen des jüdischen Systems der Dinge verbunden. Wenn du daran zweifelst, dann sieh dir bitte das Video an, wo wir die Beweise für diese Schlussfolgerung im Detail analysieren. Das heißt, selbst wenn du glauben möchtest, dass Daniel Kapitel 11 und 12 eine Erfüllung in unseren Tagen haben, dann macht das immer noch nicht Jesu Worte an seine Jünger ungültig, dass die Zeiten und Zeitabschnitte bezüglich seiner Ankunft etwas sind, das nur dem Vater zustand zu wissen. Und schließlich bedeutet die Erkenntnis wird überströmen nicht, dass alles Wissen geoffenbart wird. Es gibt viele Dinge in der Bibel, die wir nicht verstehen, selbst heute, weil es nicht die Zeit ist, diese Dinge zu verstehen. Was für eine Impertinenz zu glauben, dass Gott Wissen zurückhalten würde, dass er vor seinem eigenen Sohn, den 12 Aposteln und allen Christen des ersten Jahrhunderts, denen er die Gaben des Geistes, Gaben des Prophezeiens und Offenbarungen verliehen hat, und dieses Wissen jemanden wie Stephen Lett, Anthony Morris III. Und dem Rest der leidenden Körperschaft der Zeugen Jehovas dann enthüllen würde. Tatsächlich, wenn er es ihnen enthüllt hätte, warum machen sie es immer wieder falsch? 1914, 1925, 1975, um nur einige wenige zu nennen, und nun die überlappende Generation. Ich meine, wenn Gott die wahre Erkenntnis betreffend des Zeichens des Kommens Christi enthüllen möchte, warum macht er es immer wieder falsch? Ist Gott in all seiner Macht unfähig, die Wahrheit zu kommunizieren? Spielt er uns einen Streich? Amüsiert er sich auf unsere Kosten, während wir hier herumkrebsen und uns auf der Erde vorbereiten, nur bis es durch ein neues Datum ersetzt wird? Das ist nicht der Weg unseres liebenden Vaters. Worauf bezieht sich also Matthäus 24, 32 bis 35? Zerlegen wir es in seine Bestandteile. Erstens, jemand oder etwas wird nahe an den Türen sein. Zweitens, es wird Zeichen geben wie der Wechsel der Jahreszeiten. Drittens, es gibt Dinge, die in einem Zeitfenster geschehen müssen. Viertens, das Zeitfenster für alle diese Dinge ist eine Generation. Fünftens, die betreffende Generation wird durch diese qualifiziert.
Beginnen wir mit dem ersten Punkt. Was meinte Jesus mit, er ist nahe an den Türen? Die New International Version gibt es als, es ist nahe wieder, nicht er ist nahe. Genauso machen es die King James Bible, New Heart English Bible, Duerems Bible, Darby Bible Translations, Webster's Bible Translation, World English Bible and Young's Literal Translation. Alle verwenden es anstelle von er. Es ist auch wichtig festzustellen, dass Lukas nicht sagt, er oder es ist nahe an den Türen, sondern das Königreich Gottes ist nahe. Ist das Königreich Gottes nicht dasselbe wie Christi Gegenwart? Offensichtlich nicht, sonst würden wir wieder in einen Widerspruch geraten. Um herauszufinden, auf was er oder es oder das Königreich Gottes sich in diesem Fall beziehen, sollten wir uns die anderen Komponenten anschauen. Fangen wir mit alle diese Dinge an. Denn als sie die Frage formulierten, mit der diese ganze Prophezeiung begann, fragten sie Jesus, sag uns, wann werden diese Dinge geschehen? Matthäus 24,3. Auf was für Dinge bezogen sie sich? Kontext, Kontext, Kontext. Schauen wir uns den Kontext an. In den vorausgegangenen zwei Versen lesen wir, als Jesus nun wegging und sich aus dem Tempel begab, traten jedoch seine Jünger herzu, um ihm die Bauten des Tempels zu zeigen. In Erwiderung sprach er zu ihnen, seht ihr nicht alle diese Dinge? Wahrlich, ich sage euch, keinesfalls wird hier ein Stein auf dem anderen gelassen, der nicht niedergerissen werden wird. Matthäus 24, 1-2. Also wenn Jesus später sagt, diese Generation wird auf keinen Fall vergehen, bis all diese Dinge geschehen, spricht er über dieselben Dinge, die Zerstörung der Stadt und des Tempels. Das hilft uns zu verstehen, über welche Generation er spricht. Er sagt, diese Generation. Nun, wenn er über eine Generation sprechen würde, welche für weitere 2000 Jahre nicht erscheinen würde, wie Zeugen behaupten, wäre es doch unwahrscheinlich, dass er sagen würde, diese. Diese bezieht sich auf etwas nahe Vorhandenes, entweder etwas physisch Vorhandenes oder etwas im Kontext Vorhandenes. Es gab eine Generation, die sowohl physisch und im Kontext gegenwärtig war, und es kann kein Zweifel bestehen, dass seine Jünger diese Verbindung hergestellt hätten. Und wieder, schaut man auf den Kontext, dann hat er die letzten 4 Tage damit verbracht, im Tempel zu lehren, verurteilte die Heuchelei der jüdischen Führer und verkündete das Gericht an der Stadt, dem Tempel und dem Volk. Noch am selben Tag, genau an dem Tag, an dem sie die Frage stellten, als er dabei war, den Tempel zum letzten Mal zu verlassen, sagte er, Schlangen, Otternbrut, wie solltet ihr dem Gericht der Gehenna entfliehen? Darum siehe, ich sende Propheten und Weise und öffentliche Unterweiser zu euch. Einige von ihnen werdet ihr töten und an den Pfahl bringen. Und einige von ihnen werdet ihr in euren Synagogen geißeln und von Stadt zu Stadt verfolgen, damit alles gerechte Blut über euch komme, das auf der Erde vergossen worden ist, vom Blut des gerechten Abel an bis zum Blut Zacharias, Barachias Sohn, den ihr zwischen dem Heiligtum und dem Altar ermordet habt. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über diese Generation kommen. Matthäus 23, 33-36. Nun frage ich dich, wenn du dort gewesen und ihn dies sagen gehört hättest und später an genau dem gleichen Tag auf dem Ölberg fragst du Jesus, wann würden alle diese Dinge geschehen, weil du offensichtlich sehr darauf bedacht bist, das zu erfahren. Ich meine, der Herr hat dir gerade gesagt, dass alles, was du für kostbar und heilig hältst, soll zerstört werden. Und als Teil seiner Antwort sagt Jesus, dass diese Generation nicht aussterben wird, bevor alle diese Dinge geschehen. Wirst du dann nicht daraus schließen, dass die Leute, zu denen er im Tempel gesprochen hat und auf die er sich als diese Generation bezog, am Leben sein würde und die Zerstörung zu erleben, die er vorhersagte? Kontext. Wenn wir Matthäus 24, 32 bis 35 so verstehen, dass es sich auf die Zerstörung Jerusalems im ersten Jahrhundert bezieht, lösen wir alle Probleme auf und beseitigen jeden scheinbaren Widerspruch. Aber es bleibt immer noch zu klären, wer oder was mit er, es ist nahe bei den Türen gemeint ist. Oder wie Lukas es schreibt, das Königreich Gottes ist nahe. Historisch gesehen war das, was nahe an den Türen war, die römische Armee, angeführt von General Cestius Gallus, im Jahr 66 unserer Zeitrechnung und darauf folgend die von General Titus, 70 unserer Zeitrechnung.
Jesus sagt uns, Unterscheidungsvermögen anzuwenden und die Worte Daniels des Propheten anzuschauen. Wenn ihr daher das abscheuliche Ding, das Verwüstung verursacht, von dem Daniel der Prophet geredet hat, an heiliger Stätte stehen seht, der Leser wende Unterscheidungsvermögen an. Matthäus 24, 15. Na gut, was hatte der Prophet Daniel über dieses Thema zu sagen? Und du sollst wissen und die Einsicht haben, dass es von dem Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und wiederzubauen bis zu dem Messias, dem Führer, 7 Wochen, ferner 62 Wochen sein werden. Sie wird wiederkehren und tatsächlich wiedergebaut werden, mit einem öffentlichen Platz und Graben, aber in der Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird der Messias abgeschnitten werden mit nichts für sich selbst. Und die Stadt und die heilige Stätte, das Volk eines Führers, der kommt, wird sie ins Verderben bringen. Und das Ende davon wird durch die Flut sein. Und bis zum Ende wird es Krieg geben. Das, was beschlossen ist, sind Verwüstungen. Daniel 9, 25, 26. Das Volk, das die Stadt und die heilige Stätte zerstört hat, war die römische Armee, das Volk der römischen Armee. Der Führer dieses Volkes war der römische General. Als Jesus sagte, er ist nahe bei den Türen, bezog er sich dann auf jenen General? Aber wir müssen immer noch Lukas' Formulierung auflösen, die besagt, dass das Königreich Gottes nahe ist. Das Königreich Gottes existierte, bevor Jesus als Christus gesalbt wurde. Die Juden waren das Königreich Gottes auf Erden. Allerdings waren sie dabei, diesen Status zu verlieren, der dann den Christen gegeben wurde. Hier wird es von Israel weggenommen. Darum sage ich euch, das Königreich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die dessen Früchte hervorbringt. 21, 43. Hier wird es den Christen gegeben. Er hat uns von der Gewalt der Finsternis befreit und uns in das Königreich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Kolosser 1, 13. Wir können in das Königreich Gottes jederzeit eintreten. Da Jesus erkannte, dass er verständig geantwortet hatte, sagte er zu ihm, du bist nicht fern vom Königreich Gottes. Markus 12, Vers 34. Die Pharisäer erwarteten eine siegreiche Regierung. Sie haben das Thema völlig verfehlt. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Königreich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach, das Königreich Gottes kommt nicht in auffallender Weise, sodass man es beobachten könnte. Noch wird man sagen, siehe hier oder dort, denn siehe, das Königreich Gottes ist in eurer Mitte. Lukas 17, 20, 21. Okay, aber was hat die römische Armee mit dem Königreich Gottes zu tun? Nun, denken wir, dass die Römer in der Lage gewesen wären, die Nation Israel, Gottes auserwähltes Volk, zu erobern, wenn Gott es nicht so gewollt hätte? Beachten wir diese Veranschaulichung. Wieder ergriff Jesus das Wort und redete in Gleichnissen zu ihnen, indem er sprach, das Königreich der Himmel ist einem Menschen, einem König gleich geworden, der für seinen Sohn ein Hochzeitsfest veranstaltete. Und er sandte seine Sklaven aus, um die Geladenen zum Hochzeitsfest zu rufen, aber sie wollten nicht kommen. Wieder sandte er andere Sklaven aus, indem er sprach, sag den Geladenen, siehe, ich habe mein Essen zubereitet, meine Stiere und Masttiere sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zum Hochzeitsfest. Doch sie gingen uninteressiert weg, der eine auf sein eigenes Feld, der andere seinen Handelsgeschäften nach. Die übrigen aber ergriffen seine Sklaven, behandelten sie schmählich und töteten sie. Der König aber wurde zornig und sandte seine Heere aus und brachte jene Mörder um und verbrannte ihre Stadt. Matthäus 22, 1-7. Jehova plante ein Hochzeitsmahl für seinen Sohn und die ersten Einladungen gingen an sein eigenes Volk, die Juden. Sie weigerten sich jedoch teilzunehmen und schlimmer noch, sie töteten seine Diener. Also sandte er seine Armee, die Römer, um die Mörder zu töten und ihre Stadt Jerusalem zu verbrennen. Der König tat das, das Königreich Gottes tat das. Als die Römer Gottes Willen ausführten, war das Königreich Gottes nahe. In Matthäus 24, 32-35 und auch in Matthäus 24, 15-22 gibt Jesus seinen Jüngern spezifische Anweisungen darüber, was zu tun ist und Zeichen, die kenntlich machen, wann sie sich auf diese Dinge vorbereiten müssen.
Die jüdische Rebellion, die die römische Garnison aus der Stadt vertrieb. Sie sahen die Rückkehr der römischen Armee. Sie erlebten den Aufruhr und Streit innerhalb von Jahren der römischen Einfälle. Sie sahen die erste Belagerung der Stadt und den Rückzug der Römer. Sie wären sich zunehmend bewusst gewesen, dass das Ende Jerusalems herannahte. Doch wenn es um seine versprochene Gegenwart geht, sagt uns Jesus, dass er wie ein Dieb zu einer Zeit kommen wird, wenn wir es am wenigsten erwarten. Er gibt uns keine Zeichen. Warum der Unterschied? Warum haben die Christen im ersten Jahrhundert so viele Gelegenheiten bekommen, sich vorzubereiten? Warum wissen Christen heute nicht, ob sie sich oder ob sie sich nicht auf die Gegenwart Christi vorbereiten brauchen? Weil sie sich vorbereiten mussten und wir nicht. Im Falle der Christen des ersten Jahrhunderts mussten sie eine bestimmte Handlung zu einer bestimmten Zeit durchführen. Kannst du dir vorstellen, alles, was du besitzt, zurückzulassen? Eines Tages wachst du auf und dann ist es dieser Tag. Hast du ein Haus? Verlass es. Betreibst du ein Geschäft? Geh weg. Hast du eine Familie und Freunde, die deinen Glauben nicht teilen? Lass sie alle. Lass sie alle zurück. Einfach so. Und ab geht's zu einem weit entfernten Land, das du nie kennengelernt hast, und in eine ungewisse Zukunft. Alles, was du hast, ist dein Glaube an die Liebe des Herrn. Es wäre, gelinde gesagt, lieblos, wenn man von jemandem erwartet, dass er das tut, ohne ihm etwas Zeit zu geben, sich mental und emotional darauf vorzubereiten. Warum also bekommen moderne Christen nicht eine ähnliche Gelegenheit zur Vorbereitung? Warum bekommen wir nicht alle Arten von Zeichen, um zu wissen, dass Christus nahe ist? Warum muss Christus als Dieb kommen, zu einem Zeitpunkt, zu dem wir ihn am wenigsten erwarten? Die Antwort, glaube ich, liegt in der Tatsache, dass wir in diesem Moment nichts tun müssen. Wir müssen nichts aufgeben und sofort an einen anderen Ort zu fliehen. Christus sendet seine Engel, um uns einzusammeln. Christus wird sich um unsere Flucht kümmern. Unsere Glaubensprüfung kommt, jeden Tag in der Weise ein christliches Leben zu führen und für die Prinzipien einzustehen, die Christus uns zu befolgen gegeben hat. Warum glaube ich das? Was ist meine biblische Begründung? Und was ist mit Christi Gegenwart? Wann wird das geschehen? Die Bibel sagt, sogleich nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird sein Licht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen. Und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes im Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Stämme der Erde wehklagend schlagen. Und sie werden den Menschensohn mit Macht und großer Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Matthäus 24, 29, 30. Sogleich nach der Drangsal? Welche Drangsal? Sollen wir nach Zeichen in unseren Tagen schauen? Wann werden sich diese Worte erfüllen? Oder haben sie sich, wie Präteristen sagen, diese Worte schon erfüllt? All das wird in Teil 10 behandelt. Erst einmal vielen Dank, dass du zugeschaut hast.